Ta, 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 ta. Herzlich willkommen und ein fröhliches Hallo von eurem Herring Ray. Wir spielen heute und in nächster Zeit Pokémon Colosseum. Ein Gamecube-Spiel aus dem Jahre 2004 und mehr weiß ich darüber nicht. Wir drücken Start. Wir sehen, dass die Memory Card in Steckplatz A gelesen wird. Ansonsten habe ich mich aber absolut noch gar nicht mit dem Spiel befasst. Wir bedanken uns zunächst einmal, bevor wir so richtig anfangen, bei drei Leuten, die dieses Projekt mehr oder weniger möglich gemacht haben. Zum einen ist dies Luke91, der mir vor einigen Tagen, / einigen Wochen ein Paket zukommen ließ, in dem sich eben dieses Spiel befand und er mir doch gesagt hat, oh ja, Hering, wenn du mal Zeit und Lust hast, dann mach doch vielleicht mal ein LP dazu oder so, würde ich ganz nett finden. Dann bedanken wir uns noch bei meinem geschätzten Let's Player-Kollegen Schnubbi, der ja in letzter Zeit die ein oder andere erfolglose Nuzlocke-Challenge in Pokémon abgehalten hat, sich daran versucht hat, wie auch immer. Ich muss ganz ehrlich sagen, dass diese Versuche mich ein bisschen auf den Geschmack gebracht haben, mich tatsächlich wieder mit dem Pokémon-Universum zu befassen, so ein ganz kleines bisschen zumindest, und ich habe seine, ja, Versuche sehr genossen, und das hat mich so ein ganz klein bisschen beflügelt, so nach dem Motto, das will ich auch, das kann ich auch, ich mag Pokémon-Spiele, mochte Pokémon-Spiele auch mal und vielleicht mag ich sie auch immer noch und irgendwie so in der Art. Und als drittes bedanken wir uns noch bei meinem geschätzten Thumbnail-Ersteller Mr. Mario K1, der auch wieder die Thumbnails für dieses Projekt macht. Schöne Grüße an ihn an dieser Stelle. So, wir starten ein neues Spiel. Ich habe ansonsten keine Ahnung. Also, soll der Story-Modus neu gestartet werden? Ja. Mal gucken, was jetzt passiert. Dein Name. Wir nennen uns natürlich neu, also, ne, das ist klar. So, wir nennen uns Heblub. Genau, Heblub. Dub, 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 dub. Ich glaube, man hört ganz, das ist beim GameCube-Controller so schlimm, ich muss den mal so ein bisschen vom Mikro weghalten. Man hört den, man wird den relativ laut hören, glaube ich, beim Mikro. Das tut mir jetzt schon in der Seele weh. Ich versuche ihn ein bisschen vorsichtiger zu behandeln, dann hört man das Klicken nicht gar so schrecklich und häufig. Ist Hering okay? Ja, finde ich schon. Also Hering ist ein toller Name, was soll das heißen, ist Hering okay? Dann für ein Fragespiel, also Schwachsinn. Gut. Wir befinden uns offenkundig in einer Fabrik in einem Gebirgsmassiv, in der Sachen explodieren, was schlecht ist. In der komische Typen herumlaufen und in der komische Typen mit noch komischeren Schuhen und mit noch seltsameren Grinsen herumlaufen, aber ich fürchte fast, das sind wir. Deswegen sage ich da jetzt mal nichts weiter zu. Oh, hinterher, blub blub und so und ja und da wartet unser treues Psyana, ja, ich weiß, wie das Vieh heißt. Und unser Nachtara springt da mit rein und wir haben einen Podracer? Hat ein bisschen was von Star Wars. Interessant. Ich kann den Bösewicht jetzt schon nicht ernst nehmen, es tut mir leid. Das sah jetzt eben zumindest so aus, als wären wir eine halbwegs coole Nummer in dieser Welt, was jetzt nicht so verkehrt ist, glaube ich. Okay. Und jetzt sind wir in unserer Basis, natürlich. Und ich kann hier abhauen? Wüstenbar. Eine Tankstelle am Rand der weiten Wüste, die Reisenden Speis und Trank bietet. Das ist ja super. Und vielleicht auch ein bisschen Benzin, wenn es so eine Art Tankstelle ist. Okay. Wir können hier rumlaufen, wir können hier rumlaufen. Ich mag die Bewegungsanimation total. Sieht irgendwie lustig aus. La 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 la. Ich laufe. Warum laufe ich auf Plateauschuhen? Aber na gut, okay. Wir denken nicht weiter drüber nach. Zumindest ist der Mantel blau. Das passt, weil blau ist meine Lieblingsfarbe. Gut, hier steht ein ausrangiertes Auto rum. Hier kann man irgendwas anklicken oder so. Irgendwas untersuchen. Nö, ja. Oh doch. Hier liegt ein altes Zahnrad auf dem Boden. Es sieht aus wie gewöhnlicher Schrott. Ja, nein, sowas aber auch. Oh. Hi. Wer seid denn ihr? Oh Mann, ich bin pappsatt. Und nach getaner Arbeit schmeckt es gleich noch einmal so gut. Hehehe, wir haben aber auch eine ziemlich fette Beute an Land gezogen, was? Ich schätze, der Boss wird dieses Mal ordentlich was springen lassen. Und zwar nicht zu knapp. Hehehe, was für ein Tag. Ja.
Gut. Irgendwas ist in diesem Sack drin. Das sagt mir mein Instinkt. Vielleicht. Na gut. Okay. Ich nehme mal an, diese beiden mehr oder weniger aufrichtigen Bürger, die wir da gerade gesehen haben, die werden wir später nochmal irgendwo wiedersehen. Was soll's? Gehen wir erstmal in die Bar. Wie heute offiziell bekannt wurde, handelt es sich bei dem mysteriösen Komplex, der vor kurzem im Crow Canyon bei einer Explosion zerstört wurde, um das Versteck von Team Krall, einer Bande von Pokémon-Dieben. Warum? Caps Lock irritiert mich. Nach der bereits seit längerem polizeilich gefahndet wird. Erste Explosion brachte den Standort des Verstecks ans Tageslicht. Allerdings hatten die Verbrecher ihren Unterschlupf bereits verlassen. Es wird zurzeit untersucht, wie es zu dieser Explosion gekommen ist. Wir halten sie auch weiterhin auf dem Laufenden. Mach die Kamera aus, Joe. Mach die Kamera aus. Ich hab gesagt, du sollst die Kamera ausmachen. Warum? Die Frau hat jetzt ein Problem irgendwie. Der Kameramann lässt, aber na gut, okay. Doop, 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 doop. Team Krall. Oder Krall, wie nennen wir sie? Team Krall. Wir nennen sie einfach Team Krall. Ja, ja, Team Krall. Krallig, krallig. So. Kennst du eigentlich das Team Krall? Nö. Die Typen sind Gangster, die sich fremde Pokémon unter den Nagel reißen, ohne mit der Wimper zu zucken. Sie krallen sich mitten im Kampf. Sie krallen sich mitten im Kampf dein Pokémon. Man sagt, sie benutzen dafür spezielle Krallbälle. Caps Lock irritiert mich wirklich. Du siehst aus wie ein Trainer, also nimm dich lieber in Acht, wenn du diesen Typen begegnest. Die krallen sich Pokémon. Nein, das kann doch nicht, das darf doch nicht. Hm? Dich habe ich hier ja noch nie gesehen. Auf der Durchreise, was? Ach so, ich dachte, das hier wäre so eine Art Versteck von uns. Na gut. Naja, egal woher du kommst und wohin du gehst, ruh dich erstmal ein wenig aus und lass ein paar Pokédollar hier. Lalalala, das wäre nicht echt nett. Das wäre echt nett. Was da wohl los gewesen sein mag? Wenn dein Versteck in die Luft geht, hast du als Gangster schlechte Karten. Ich tu nichts Böses, deshalb geht bei mir auch nichts in die Luft. Haha, ich hab's drauf. Jörg? Oh, Jörg? Ja. Was da wohl los gewesen sein mag, wenn da... Was, wie, wo, hält? Nein, mit dir habe ich doch geredet. Ich will mit dir... Nein, ich will nicht mit dir reden. Ich will mit der Tussi hier reden, sofern das eine Tussi ist. Dieses Team Krall, das sich einfach fremde Pokémon krallt, ist wirklich eine Schande. Die haben auch einen bescheuerten Namen, wenn ich es mal sagen darf. Es wäre fast zu schön, um wahr zu sein, wenn diese Bande nach der Explosion endgültig zerschlagen wäre. Music Box! Bom, 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 bom. Leg mal einer Techno hier auf. Techno, 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 Techno. Und wer bist du? Du bist doch auch ein Pokémon-Trainer, oder? Keine Ahnung, bin ich das? Ich weiß es nicht. Ich habe keine Ahnung, wen ich hier spiele. Keine Ahnung, kann sein. Wir sagen einfach mal ja. Schon klar. Ich habe einen Blick für so etwas. Und du hast diesen Glanz in den Augen. Ich wette, du hast auch ganz hervorragende Pokémon. Vielleicht ergibt sich ja mal eine Gelegenheit für einen Kampf. Aber ich schätze, gegen mich hast du nicht die Spur einer Chance. Ja, bestimmt. Dieses Team Krall, nein, ich will nicht mit dir reden. Ich will... Was ist das hier für ein komisches... Stört das nicht so ein ganz klein bisschen hier bei dieser lauschigen Kneipenatmosphäre? Was soll's? Okay. Ja, also offenkundig kann ich keinen Drink bestellen, ich kann mich nirgendwo hinsetzen, ich kann mich nicht ausruhen, ich kann nochmal Fernsehen gucken. Wie heute offiziell bekannt wurde, handelt es sich bei dem... Ja, das haben wir doch gerade eben schon abgehandelt. Warum muss ich jetzt meinen Text nochmal sagen? Ich habe keine Lust dazu. Ich kündige einfach. Joan, mach endlich die Kamera aus! So. Hey, einen Moment. So einfach kommst du mir nicht davon. Wer denn? Achso, der. Okay. Ich heiße Willy. Yo. Hi, Willy. Und ich sehe gleich, dass man mit dir gut kämpfen kann. Du siehst wirklich nicht wie ein gewöhnlicher Reisender aus. Na komm schon, lass uns eine Runde riskieren. Nö. Was? Das kann doch nicht dein Ernst sein, oder? Na komm schon, lass uns eine Runde riskieren. Nö. Was? Das kann doch nicht dein Ernst sein. Na komm schon, lass uns... Nö. Okay. Ja, ich hab's doch gleich gewusst. Ja. Also los, hier geht's lang. Es ist Zeit für ein Duell. Yu-Gi-Oh! Anderes Spiel. Wir spielen jetzt hier was anderes, verdammt. Haha, jetzt wird's heiß. Jetzt geht's los. Komm schon, Vollgas. Brumm, brumm. Und jetzt gebe ich Gas. Card Games und Motorcycles?
Pokefights on Motorcycles. Oh mein Gott, die neue Generation. Wie geil wäre das denn? Eine Herausforderung von Biker Willi. Der Willi, der. Zickzacks und Zickzacks werden von Biker Willi in den Kampf geschickt. Ja, das ist ja toll. Los nach Tara und Psyana. Ich habe zwei Pokémon. Das eine ist Level 26, das andere 25. Und warum haben beide schon Erfahrungspunkte? Das verstehe ich nicht so richtig. Egal, okay. Zum Glück kenne ich mich mit dieser Generation einigermaßen noch aus. Also sprich, Pokémon Kolosseum hat ja... Also die ersten 251 Pokémon oder so als Vorlage. Denke ich mir jetzt einfach mal so. Und dementsprechend... gehe ich einfach mal davon aus, dass ich noch einigermaßen weiß, was ich hier tue. Zumindest sagen mir ein paar Attacken was. Einige andere Attacken wiederum sagen mir gar nichts, aber das ist ja nicht so schlimm. Ich kann hier einfach mal ausprobieren. So, vom Level her sind wir ziemlich ähnlich mit den anderen beiden Luschen da, also mit den Poco-Zickzacks-Dingens, aber das ist ja jetzt nicht so das Ding. Ich bin Protagonist, das heißt, meine Pokémon sind sowieso schon mal stärker als normal. Nachtara erhält 153 Erfahrungspunkte. Oh yeah! Psyana erhält 153 Erfahrungspunkte. Zickzack setzt Tackle ein! Oh mein Gott! Nein! Puff! Aua! Das war... ein Treffer. Ja, gut. Ich weiß nicht, Geheimpower ist glaube ich irgendeine, da macht man eine zufällige Attacke oder sowas. Reflektor ist was, das wird Spezialverteidigung oder so. Ich habe keine Ahnung, was Rückkehr für eine Attacke ist. Psyana setzt Rückkehr ein. Blups. Macht Schaden, also ist gut. Die Herzchen waren ein bisschen irritierend. Ich fand das jetzt voll süß, wie das Zickzack so unter den Beinen des Trainers langgelaufen ist. Geheimpower! Yay! Mann, war das mächtig. Zickzacks wurde besiegt! Blub. Wer ist auch so blöd und fängt sich zwei Zickzacks? Und schleppt die auf Level 24 mit sich rum? Also irgendwie... so richtig viel Ahnung hat er nicht, oder? Spieler besiegte Biker Willi. Tja, verloren? Da muss ich wohl noch etwas mehr trainieren. Hering gewinnt 240 Pokédollar. Hering hat dem Biker seine Brieftasche geklaut. Alle Achtung, du bist ziemlich stark. Respekt, Respekt. Vielleicht solltest du mal nach Fennec gehen. Westlich von hier. Da gibt es auch wesentlich stärkere Trainer als mich. Mit denen solltest du unbedingt kämpfen. Nö, kein Bock. Fennec liegt westlich von hier. Auf deiner Maschine ist es wirklich nur ein Katzensprung. Okay. Auf meine Maschine. Auf ins Batmobil. Batman. Okay, dann auf nach Fennec. Die Oase der wasserblauen Quellen inmitten der unerbittlichen Wüste. Wir haben wieder mal einen Charakter, der nicht spricht oder sprechen kann. Kann das sein? Das ist ein bisschen schade. Also fällt es mir jetzt gerade in dem Moment schwer, ein bisschen seine Grundmotivation zu erfahren oder ich steig nicht so hundertprozentig durch, also was wir jetzt gerade hier machen, aber egal. Hey, was machst du? Du sollst festhalten, Mann. Das sagst du so einfach, aber die hält nicht still. Wie soll man die da festhalten? Hey, da drin, lass die Sperenzchen. Dauert auch nicht mehr lang. Grumm, Spritz, Hilfe, ich werde entführt. Lass mich hier raus. Mist, der Knebel hat sich gelöst. Hey, Nervtüte, halt gefälligst die Klappe. Oh, verdammt, hat der Kleine da etwa alles mit angehört? Boing. Toll. Tja, wenn du alles mitbekommen hast, bleibt uns leider keine Wahl. Dein Pech, Kollege. Jetzt müssen wir dich nämlich auch zu einem Kampf herausfordern. Eine Herausforderung von Finsterling Hain. Flurmel und Flurmel werden von Finsterling Hain in den Kampf geschickt. Warum fangt ihr euch alle immer dieselben Pokémon? Das habe ich früher nie gemacht. Wenn ich ein Pokémon von einer Art hatte, dann hat mir das auch gereicht. Also, außer... man hat vielleicht so ein Pokémon wie Evoli oder so, dass ich in 5 verschiedene Sachen weiterentwickeln kann. Aber ansonsten, das bringt doch absolut gar nichts. Würde ich jetzt mal so sehen. Ich weiß nicht genau, ich nehme mal an, Flurmel ist ein Pokémon vom Typ Normal oder so. Rechte Hand ist doch, glaube ich, irgendwie... Was ist das? Auch eine normale, ja, normale Attacke, die Schaden macht vielleicht. Psyana will nach Tara helfen. Ach so. Das macht jetzt... macht das einfach nur sein bisschen stärker? Vielleicht. Zumindest war das relativ erfolgreich. Nachtara erhält 174 Erfahrungspunkte. Psyana erhält Erfahrungspunkte. Flurmel setzt Jaula ein.
blub, 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 blub. Angriff von Flurmel steigt. Blöderweise hat Flurmel echt... Was ist für Hühner für eine Attacke? Keine Ahnung. Ausprobieren. Und, Konfusion hier drauf. So, zack. Konfusion hat ja noch eine gewisse Chance, den Gegner zu verwirren. Ja, wie gesagt, so Pokémon-Basic-Wissen habe ich auch noch. Das war ganz knapp. Nachtara, Verhöhner. Was auch immer das ist. Flurmel fällt auf Verhöhner herein. Flurmel setzt Fund ein. Was hat mir jetzt Verhöhner gebracht? Man weiß es nicht. Gut, in jedem Fall ist das jetzt nichts, was ich ständig nehmen wollen würde. Wir probieren mal noch Übernahme aus. Nachtara wartet auf eine gegnerische Attacke. Psyana setzt Reflektor ein. Habe ich jetzt übrigens absichtlich gemacht, weil ich Nachtara übernahm Attacke von Psyana. Was? Aha. Reflektor von Anwender erhöht etwas die Verteidigung. Verstehe ich jetzt nicht hundertprozentig. Hat Nachtara jetzt einen Reflektor von Psyana nachgeahmt oder was? Interessant, aber total unnütz für diesen Kampf. Psyana setzt Konfusion ein, Mensch. Ich hoffe, ihr steht auf rundenbasierte Kämpfe, weil was anderes werden wir in diesem Let's Play hier nicht sehen. Ich persönlich stehe total drauf. Rollenspieler, alter Schule halt. Nachtara erreicht Level 27, oh yeah. KP plus 3, Angriff plus 1, Verteidigung und so weiter und so fort. Ich habe so ein mächtiges Nachtara. Ja, um Psyana geht's auch gut. Schön, das war Hain. Spieler besiegte Finsterling Hain. Du hast doch was auf dem Kasten. Ey, ist doch voll unfair. Ich gebe dir mal meine Brieftasche. Mit 500 Pokédoll an, ist klar.